Hallo, ich heiße euch ganz recht herzlich willkommen zu meinem kleinen Strickpodcast. Mein Name ist Caro und mein Kanal heißt Caros Fadenreich. Heute ist schon die 44. Ausgabe und wenn ihr es seht, ist es der 8.8.2021 und ich staune immer wieder, wo ist eigentlich das Jahr geblieben? Ich weiß es auch nicht. Ich kann es euch beim besten Willen nicht sagen, das Jahr ist so an mir vorbeigerauscht. Ich will schon mal vorweg sagen, hinter mir brummt die Baustelle und da im Garten wuseln auch noch meine Eltern. Und da meine Mutter sehr schlecht hört und mein Vater auch, könnte es sein, dass ihr schon mal ein Gerhard hört. Wenn Herr wieder wie irgendwas holen soll. Es tut mir schrecklich leid. Ich finde einfach hier gerade in meinem familiären Chaos keine ruhige Minute. Das heißt, ich könnte vielleicht so um 5 Uhr morgens aufnehmen oder um nach 22 Uhr. Und ehrlich gesagt, da bin ich müde. Also seht es mir nach, es ist nicht anders gerade zu machen. Ich habe mir die Zeit jetzt mit euch freigeschaufelt und ich freue mich total auf euch. Ein bisschen vermissen tue ich immer, dass ich euch oder mit euch erst hinterher in Dialog treten kann. Das ist immer schade. Ich habe alle meine E-Mails abgearbeitet. Ich bin total stolz auf mich. Was ihr vor 14 Tagen alles unter meinen Podcast geschrieben habt, habe ich ehrlich gesagt nicht geschafft. Warum hat es denn nicht geschafft? Ja, weil gerade so viel andere Sachen sind. Notartermine, Baustelle, Materialbesorgung, bestelltes Einräumen, neues Bestellen, weil der Urlaub steht bevor. Auch meine Einzelhändler haben Urlaub. Ja, dazu muss ich jetzt sagen, für meine Bestellung bei Atelier Citron war ich zu spät. Die sind jetzt selber im Urlaub. Das muss ich also nach dem 15. erst wieder machen. Ja, und so reiht sich eins nach dem anderen. Und natürlich geht das Leben hier auch weiter. Wir fangen an. Ich bin hier beim Ausmisten, die Kartons, die gepackt sind, die fahren wir nach oben. Meine Schwiegertochter packt jetzt auch schon. Sie bringt dann runter, ich bringe hoch. Wir versuchen auch Leerfahrten zu vermeiden. Ja, und da ist die Zeit halt bei draufgegangen. Und abends, wenn ich Zeit habe, sitze ich total gern auf meiner Couch und stricke. Ja, also das ist gerade so mein Ventil, wo ich dann wirklich mal mich auf das Gestrickte konzentrieren muss, wo ich dann auch mal runterfahren kann. Ja. Wir haben diesen Podcast und noch einen anderen, bis ich dann in Urlaub fahre. Und während ich in Österreich verweilen darf, oh Gott, lieber Gott, ich möchte da so gerne hin. Ich hoffe, das klappt noch, weil die Zahlen gerade wieder so hoch schnellen, wandert mein Sohn ja nun auch aus nach Costa Rica. Also ihr könnt euch vorstellen, privat eh schon viel Selbstständigkeit, Vater und Mutter, der Große baut, der Kleine wandert aus. Ja, das ist gerade mal Zeiten, denen ich mich hier gerade stelle. Aber ich weiß aus vielen Kontakten von euch da draußen, die ihr mir auch geschrieben habt, ihr habt es auch schon durch im Privaten, ich schaffe das. Ja, ihr habt es auch geschafft und ich schaffe das auch. So, das ist ja aber ein Strickpodcast. Und deswegen soll es jetzt auch losgehen. Ich hoffe, ihr habt was zu trinken. Wem noch nach Kaffee ist, also mir heute nicht. A, habe ich schon so viele getrunken. Und B, ist es hier, das werdet ihr auch gleich am Licht merken, es wird immer hell und dunkel werden. Ich sitze jetzt gerade hier, die Sonne scheint mich an. Ich habe mir das Dachfenster abgeklebt. Ich muss mal gucken, wie lange wir das aushalten, dass einigermaßen das Licht gut ist. Aber es sind auch schon wieder schwarze Wolken und vielleicht kriegen wir auch gleich wieder ein Gewitter. Gestern hatten wir gleich zwei. Ja, das passiert so gegen Abend, haben sich die Wolken so aufgetürmt, dass es wahrscheinlich wieder passieren kann. So, ich schütte mir gerade noch schnell was zu trinken aus. Wie gesagt, ich hoffe, ihr habt auch was. Ich bin ja vor einiger Zeit der Nachhaltigkeit wegen auf den SodaStream umgestiegen. Und finde das immer noch nach wie vor eine gute Sache. So. Mein liebstes Strickstück zurzeit
ist der Söndag. Eine Strickanleitung von Rubator Designs. Und ich hatte wieder meinen schlauen Moment. Es ist nicht zum Aushalten mit mir, wie schlau ich manchmal bin, dass ich wieder mitten in der Reihe bin. Das ist jetzt in dem Sinne echt blöd, weil ich gedacht habe, ich könnte mir den mal überziehen. Ja, habe ich gedacht. Bin ich in der Mittagspause aber doch nicht so weit rumgekommen. Mittlerweile kann man schon ein bisschen was sehen. Das hier ist mein Nackenbereich. Ich habe die Arme abgekettet. Und die hatte ich mir extra so abgekettet, dass ich euch es hätte zeigen können. Ich habe mir nämlich hier ein Scooby-Doo-Band durchgezogen und hatte links und rechts mir einen dicken Holzknopf aufgefädelt, dass ich es hätte anziehen können. Ja? Tut mir leid. Habe ich nicht dran gedacht. Hier auf der anderen Seite genau dasselbe. Also, hier unten in der Anleitung weiche ich etwas ab. Also die Anleitung ist ja von Rubator Design von der Astrid Müller. Eine sehr unaufgeregte Anleitung, leider nur ein kleines Bild. Ich habe es ja öfters schon mal bemängelt. Ich hätte gerne immer vorne am Cover ein großes Bild. Es ist, wie fast immer bei mir hier, eine Kaufanleitung, die ich von Ravelry habe. Also entweder, ich habe es ja vorne schon eingeblendet, es ist eine Dauerwerbesendung. Entweder kaufe ich meine Anleitungen auf Ravelry oder meine Anleitungen kommen aus Büchern, die ich mir selbst gekauft habe. Wenn das mal nicht so wäre und ich irgendwie hier so ein anderes Exemplar angeboten bekommen würde, was ich ja dann umsonst erhalte, würde ich das sagen. Aber ich kaufe meine Anleitungen. Ja. Ich habe mir in dem Fall hier meine Wolle aufgeklebt, die ich verstricke, weil wenn ich die Sachen gestrickt habe und die sind bei mir durchlaufen, loche ich die in der Regel und dann kommen die bei mir in Ordner. Anleitungen, von denen ich nicht begeistert war und die ich definitiv ausschließe, nochmal zu stricken, kommen natürlich nicht in den Ordner. Ist ja ganz klar. Der Söndag macht mir so viel Spaß, ich bin mir jetzt schon sicher, der kommt rein. Ist nicht ausgeschlossen, dass ich den nicht nochmal stricken werde. Ich bin auf der Anleitungsseite 6 und habe jetzt angefangen mit dem Sequenzen. Also bei Astrid strickt man nicht irgendwelche Abschnitte, sondern sie nennt die Sequenzen. Und ich bin dann jetzt schon bei B und habe das Lace-Muster angefangen. Das Lace-Muster ist, wie ich finde, ein sehr, sehr schönes Muster. Es zieht sich ziemlich zusammen und ich hatte extra, ich ärgere mich gerade schon wieder selber, über mich selbst natürlich, mir so eine lange Nadel hier reingefummelt, dass ich den locker hätte anziehen können. Ja, ist jetzt leider nicht so. Das Lace-Muster ist sehr, sehr schön. Es zieht sich ein bisschen zusammen. Beim Stricken sieht es so aus, aber hinterher wird es so werden. Ich finde es echt cool. Es ist echt ein ganz cooles Muster, was sich daraus ergibt. Und es ist deswegen so cool, dass ich es nicht ausschließen kann, dass ich das Muster nochmal in einer anderen Strickjacke verwenden werde. Aber dazu erzähle ich euch gleich mehr. Also jetzt seht ihr, die Farbe ist jetzt ein blasses Gelb, wenn ich nach vorne rücke. Wird es auch schon mal so ein richtiges senfiges Gelb, so wie jetzt. Eigentlich stimmt keine Farbe. Ich bin ja jemand, der guckt, bevor er was anfängt, immer auf Ravelry unter den Strickprojekten, gefällt mir das. Ich bin ja pummelig, da brauchen wir nicht drum rumreden, das ist so. Und wenn man so klein und kubikig ist wie ich, da muss man schon immer ein bisschen aufpassen, dass die Strickjacken nicht zu lang werden, weil wenn die bei mir schon über die Hüften runtergehen, dann ist das Verhältnis zwischen der Strickjacke und meinem restlichen Körper nicht gegeben. Also achte ich immer darauf, dass die Strickjacken möglichst bei mir auf der Hüfte enden können und dass es das Muster hergibt. Manche haben
Die Sequenz 3 ist praktisch nur ein Rechts-Links-Muster, so lang. In der Anleitung steht aber nur, eigentlich stricken Sie den Rücken so lange in der Sequenz B, also in dem Lace-Muster, dass hinterher das Rippenbündchen nur noch 9 cm wären. Ja, also selbst in dem kleinen Foto von Astrid Müller kann man schon erkennen, dass das definitiv ja mehr sein muss, wie nur die angegebenen 9 cm. Ich werde das Lace-Muster erstmal so weit runterstricken und ich habe mir ja die Arme so weit gemacht, dass ich die immer zwischendurch anziehen kann. Angegeben waren, dass man sich unter den Armen noch nach dem Abtrennen 6 Maschen aufnimmt. Ja, ich glaube, es waren 6. Ich habe aber sehr üppige Arme. Und wisst ihr, ich mag das einfach auch nicht so unbedingt leiden, wenn die Arme immer so spacksig sitzen. A, bin ich dann jemand, der sich unwohl fühlt und immer dran rumzerrt. Und B, habe ich nicht die Möglichkeit, auch mal ein überschnittenes T-Shirt anzuziehen wie das hier. Das ist nämlich dann auch schon wieder hier oben so eng. Deswegen habe ich einfach die Zahl verdoppelt und habe mir mal satte 12 Maschen unter den Armen aufgenommen. Ich habe mir das vorher angeguckt. Ich bin ja mit der Nadelstärke jetzt im Lace-Muster nach oben gegangen, weil ich immer finde, das lässt sich hinterher dann noch schöner spannen. Ich bin von 3,5 auf 4 gegangen und habe statt 6 Maschen unter den Armen einfach 12 aufgenommen. Ich glaube, mir gefällt das dann besser. Und ich kann euch, ich habe ja viele Fragen von euch, ich kann euch nur ermutigen, geht doch einfach auch, macht es so, wie euch es gefällt. Die Designer, wenn ihr euch die mal anguckt, was die für Figuren haben, das bin ja schon mal zum Beispiel nicht ich. Ich bin weder die Astrid Müller, noch bin ich die Anke Strick. Die liebe ich ja auch unheimlich. Die Designs von ihr und ich bin schon mal gar keine Isabel Cremer. So. Und deswegen passe ich mir die Anleitungen an. Und das Recht hat jeder Stricker, finde ich. Es ist schon eine Hommage an den Designer, wenn wir ihre Designs stricken. Aber ich finde, es ist immer wichtig, dass wir die in dahingehend doch einfach verändern, dass sie hinterher auf unseren Körper passen. Die Designer stricken für so eine breite Masse und die Stricker stricken eben nur die Designs von einem Designer. Und deswegen finde ich, hat jede Strickerin und jeder Stricker von uns das Recht, die Anleitung auf seinen persönlichen Körper anzupassen. Punkt. Ist so, stehe ich auch zu. Und ich habe Fragen, ob man das einfach machen kann oder ob die Jacke dann aus dem Ruder läuft. Leute, ich habe noch nicht von keinem gehört, dass irgendwie die Strickjacke aus dem Ruder läuft und das Design so aus der Form genommen wird, nur weil ich unter dem Arm mir einfach dekadent 6 Maschen mehr nehme. Wahrscheinlich würde es noch nicht mal jemandem auffallen, wenn ich es noch nicht mal jetzt öffentlich gesagt hätte. So. Und deswegen mache ich das auch, weil ich dieses enge Gewurste an den Armen persönlich nicht mag. Ich bin jetzt bald erst mit dem zweiten Knäuel durch. Oh, und ich habe noch jede Menge Wolle, deswegen habe ich überhaupt keinen Stress und mache mir in dem Lace-Muster den Rücken so lang, weil ich ja jetzt immer zwischendurch anprobieren kann, wie es mir gefällt. Muss mal gerade was trinken. Ihr glaubt nämlich nicht, dass wenn man, was man für einen trockenen Hals beim Sprechen bekommt. Ja. Ich mag das Stricken gerade total gerne. Es ist eigentlich nur eine fuckelige Reihe. Das ist nämlich da, wo praktisch das Loch ist. Das ist eine fuckelige Reihe. Ansonsten sind das nur rechte und linke Maschen. Und ja, es macht total Spaß. Es ist ein eingängiges Muster. Ich brauche schon mal überhaupt nicht mehr auf die Anleitung gucken. Eigentlich schon nach dem zweiten Mal. Also wenn man das zweimal gemacht hat, wo habe ich denn angefangen? Hier unten. Wenn man das zweimal gemacht hat, ist das so selbsterklärend und so wunderschön, dass man da überhaupt nicht mehr an die Anleitung denkt oder drauf gucken muss. Also wenigstens mal nicht, bis ich denke, dass ich den Rücken lang genug habe. So lange brauche ich nicht auf die Anleitung gucken.
Ich habe mir die Anleitungen jetzt alle in meine Knit Companion gezogen, weil ich natürlich auch nicht in 3 Wochen, wenn wir in Urlaub fahren, diesen ganzen Papierwust mitnehmen möchte, sondern ich habe mir da was vorbereitet für den Urlaub. Und, da renne ich schon seit 3 Wochen immer schmunzelnd dran vorbei. Aber das werdet ihr erst im nächsten Abschnitt sehen können, wenn ich gegen Ende meine Färbungen noch zeige, die ich wieder neu gefärbt habe. Und es gibt wieder Taschen. So viel kann ich schon mal verraten. Ja. Kommt auf jeden Fall mit in Urlaub. Ist total tauglich, es auf der Autobahn zu stricken. Werde ich auf jeden Fall machen. Ich denke, glaube, wir fahren 5, 5,5 Stunden. Wenn wir gut durchkommen, beim letzten Mal sind wir in Stau geraten. Dann wurde daraus an dem Bodensee sind wir, glaube ich, 7 oder 8 Stunden gefahren. Also das ist schon ein bisschen was an Stau gewesen. Und ich stricke ja immer. Egal, ob wir fahren oder nicht. Ich mache mir so eine richtige kleine Station im Auto um mich rum. Also wir müssen weder Hunger leiden, noch müssen wir irgendwie an Durst leiden. Weder wir noch der Hund auf der Rücksitzbank. Und stricken gehört für mich ganz selbstverständlich dazu. Ich bleibe dann auch ruhig. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Ich merke beim Stricken, wenn mein Mann beschleunigt und alles, was persönlich bei mir über 160 Kilometer pro Stunde gefahren wird, macht mir bedingt Stress. Wenn es dann schon auf die 190 rückt, was mein Mann durchaus, wenn es erlaubt ist, öfters fährt und auch noch etwas schneller, werde ich nervös. Und dann sage ich auch schon mal oder neige dann auch dazu, mit dem rechten Bein etwas zu bremsen. Und dann sagt er einfach immer nur, Strick, Frau, Strick. Er mag das dann auch nicht, wenn ich dann sage, boah, musst du denn immer so schnell fahren? Und witzig ist, wenn ich nervös werde auf dem Beifahrersitz und der Hund kann hinten geschlafen haben, aber wenn ich dann zu meinem Mann sage, oh, musst du denn immer so schnell fahren oder kannst du mal ein bisschen langsamer machen, wenn er schläft, wenn ich dann nervös werde, wird der Hund wach und wird mit nervös. Und dann bringt er das auch, der Hund, dass er dann und das macht meinen Mann dann auch wieder nervös. Also versuche ich, das zu deeskalieren, indem ich echt stricke. Und auch manchmal 4, 5 Stunden am Stück. Dann komme ich runter und ja, desto entspannter ist die Autofahrt für mich, für den Hund und natürlich dann auch in letzter Konsequenz auch für meinen Mann ist es dann entspannter. Also, der Sonntag kommt mit. Vielleicht schaffe ich ja den Rücken runter und kann im Urlaub schon die Arme anfangen. Ja, das wäre schön. So, das war auf den Nadeln der Sonntag. Ich habe lang überlegt, weil ich ja heute kein fertiges Strickprojekt für euch habe. Ich habe es einfach nicht geschafft, weil ich ja an dem, was ich euch jetzt zeige, noch was dran machen werde. Und deswegen ist es für mich kein fertiges Strickprojekt. Deswegen habe ich heute nur Strickprojekte, die noch in Arbeit sind. Ja, ihr werdet mein erstes. Es war ja ursprünglich mal der Akemi, wiedererkennen und eigentlich ist er auch schon von den Nadeln gehüpft. Aber für mich ist er nicht fertig und deswegen ist es noch ein Work in Progress oder es ist kein finnisches Objekt. Ja, ist so. Ich stehe gerade mal auf. Hier habe ich ja angefangen und da war das noch der Akemi. Und dann habe ich mir ein Buch bestellt mit den vielen verschiedenen Strickmustern. Und dann kam schon die erste kleine Wanze. Und dann habe ich an dem Abend durch Unachtsamkeit in dieser Reihe einen Strickfehler gemacht und habe gedacht, ach, das macht nichts. Da mache ich mir jetzt welche dran. Ich werde dieses Teil hier, diesen Abschnitt noch dämpfen, damit die hinterher wieder schön runterhängen, weil die habe ich mir in diese Reihe noch reingemacht. Die kleinen Puschelchen und die finde ich total niedlich. Dann kam eine unaufgeregte Rechtsreihe, wo ich nur Noppen gemacht habe. Und dann kam noch eine Sequenz mit großen Wanzen. Die finde ich auch richtig, richtig schön.
In der Mitte hat es dann natürlich nicht mehr so gut hingehauen. Und da merkt man auch den Unterschied. Man versucht zwar die Maschenmarkierer, wenn man sich ein eigenes Muster erarbeitet, von der Mitte aus zu berechnen. Also ich hatte hier zum Beispiel, glaube ich, ein 9er Muster. Also hat man angefangen von der Mitte, 9 Maschen, Maschenmarkierer, 9 Maschen, Maschenmarkierer. Aber dadurch, dass man hier in der Mitte ja noch zunimmt, ist mir das irgendwann weggelaufen und es ist nicht mehr symmetrisch. Ist jetzt für mich nicht ganz so schlimm. Dann kommt wieder der Teil, wo man sich praktisch etwas Ruhe ins Strickstück bringt mit den Zunahmen. Und dann hat man natürlich für die Wanzen sich hier wieder berechnet. Aber es ist auch mir irgendwann hier weggelaufen. Und was soll ich euch sagen? Es stört mich ehrlich gesagt gar nicht so wahnsinnig. A, ist es jetzt mein eigenes kleines Tuch, was ich mir ausgedacht habe. Und wenn man es trägt, knautscht es ja in der Mitte eh immer so ein bisschen. Und es kommt auch keiner vorbei, der bei mir an der Haustür klingelt und sagt, du, Caro, das Muster läuft dir weg. Weil ich es sehr gerne mag, habe ich mir hier unten zum Abschluss wieder noch ein Rechts-Links-Muster gemacht. Ich mag das ja total gerne. Melanie Berg heißt sie, die macht das ja auch sehr, sehr gerne zum Abschluss. Warte mal, hat nicht sogar der Cowboys and Angel, weil der gerade hier liegt, hat das ja am Ende auch. Vielleicht erinnert sich der ein oder andere. Hier stimmt natürlich die Farbe auch wieder überhaupt nicht. Das ist der Cowboys and Angel von Frau Krämer. Den habe ich ja auch vor einiger Zeit mal gestrickt. Und der ist richtig schwer, fällt mir mal gerade auf. Und da ich den noch nie getragen habe, ja Leute, da tut mir leid. Die Farbe ist ja völlig, also die ist curryfarben. Und da ich den nie trage, werde ich den jetzt aufbereiten und den bekommt meine allerliebste Steuerberaterin. Die hat nämlich für mich die letzten Tage etwas viel gearbeitet. Ich habe dann überlegt, was mache ich mir? Ich finde Tasseln oder Quasten so schön. Und die habe ich jetzt beschlossen, kommen noch hier ans Tuch. Ich setze mich mal wieder, weil mir tut einfach schon Knie weh. Ich kann momentan nicht lange stehen. Es ist schlimmer wie jede Oma, die ihr euch so vorstellen könnt. Das Knie macht schlapp. Ich habe mir von Prim einen Tasselmaker mitbestellt. Und wenn euch das auch interessiert, Sylvie Rasch hat dazu auch genau mit diesem Tasselmaker ein Tutorial rausgebracht, wie man den richtig anwendet. Ich habe mich für die 10 cm großen Tasseln entschieden, die ich an dieses Tuch machen werde. Und die sind eigentlich auch schon so gut wie fertig. Macht Spaß. Dieser Faden, den muss ich jetzt noch mal, also das wird die Aufhängung. Und dieser Faden, den werde ich mir noch mal auf die Nadel tun und hier unten durchziehen und dann wieder abkappen. Und den möchte ich in der Mitte an den großen, an das große V praktisch machen und auch an links und rechts. Habe ich mir also 3 Tasseln gemacht. Und wenn ich es schaffe, blende ich euch, ich denke, beim nächsten Podcast. Der kommt noch mal am oh, 22. August, also kurz vor unserem Geburtstag, mache ich noch mal den letzten Podcast und dann verschwinde ich auch erst mein Urlaub. Und dann blende ich euch, denke ich, auch ein fertiges Foto ein. Dann könnt ihr die Tasseln an meinem Tuch sehen. Ich glaube persönlich, dass das sehr, sehr schön aussieht. Irgendeiner hat mir mal drunter geschrieben, sie macht gerne Tasseln ans Tuch, weil sich das Tuch dann immer schön gerade zieht. Ja, das kann sein, wenn die Wolle mehr miegt. Hier die Tassel, dadurch, dass das ja, ich habe das ja hier mitgestreckt. Das ist ja von Fiber Passion, die Tahita.
Die ist so dünn und so leicht. Ich habe die Tassel jetzt nicht so extremst oft, dass das hier so dick rausstand, sondern ich habe 60 Mal rumgewickelt. Ich wollte eine schlanke, lange Tassel haben und die wiegt nichts. Also da wird das Tuch nicht von in Form gezogen. Das geht hierbei nicht. Ich könnte mir aber vorstellen, dass wenn die Wolle etwas stärker ist und das ein bisschen mehr wiegt, könnte ich mir das eventuell vorstellen. Ja. Das zeige ich euch beim nächsten Mal. Ich glaube, das wird schön. Und ich habe jetzt auch eine Jeansjacke, eine neue Jeansjacke, die habe ich gefunden. Es gibt auch für Frauen mit mehr Body Mass Index durchaus tolle Jeansjacken. Die hatte ich gestern an, die liegt unten. Die ist, oh, ist auch wieder Schleichwerbung. Zalando hat auch eine Abteilung für größere Größen, also ab 44. Und das ist von der Firma Only. Die haben, oh, da kommt noch ein Name dran. Ich würde jetzt echt bald sagen Camouflage, aber das ist, stimmt nicht. Aber es ist was mit C. Und die haben größere Größen und die hatten eine tolle Jeansjacke. Die habe ich mir in mehreren Größen bestellt, weil ich gucken wollte. Eigentlich wollte ich ein bisschen eine Oversize-Jacke. Aber das klappte da nicht. Ich habe schon eine bestellt. Aber da hat mein Mann gesagt, du willst doch nicht im Ernst so einen Sack anziehen. Und dann habe ich mich hinterher nochmal in Ruhe vor den Spiegel gestellt und habe gedacht, ja, er hat recht. Eigentlich trägt sie mega dicke auf und so dick bist du nur auch nicht. Also habe ich sie in der Größe genommen, die ich auch normalerweise trage. Und die sitzt wirklich ganz prima. Und das Tuch passt perfekt auf die Jeansjacke. Ich habe nämlich schon mal anprobiert. So, das war das Tuch. Ich habe nämlich gar nicht mehr so wahnsinnig viel auf der Nadel gerade, finde ich. Also wenn das Tuch fertig ist, habe ich nur noch den Sonnendock. Das Paar Socken ist auch schon recht weit, was ich noch habe. Dann kommt noch ein Strickprojekt, was ihr noch nicht kennt. Also könnte ich mir so allmählich schon mal Gedanken machen, was ich wieder annadel. Und da bin ich natürlich auch schon wieder hardcore bei. Aber jetzt zeige ich euch erstmal meine ersten Toe-Up-Socken. Und es wäre ja nicht ich, wenn ich nicht wieder einen Klopper da drin hätte. Oh. So, schaut mal. Hier habe ich mal irgendwann angefangen, mit dem Buch mir die Toe-Up-Socke zu erarbeiten. Die Wolle, da hatte ich ein paar Stränge von im Shop, die waren aber sehr schnell weg. Das ist die neue Qualität von Atelier Citron, die Landlust, und die ist wunderbar. Das ist praktisch, den ihr als ein High-Twist-Garn, gleiche Eigenschaften, 80-20, also 80 Wolle, Merino anteilig, das ist eine Schurwolle, und 20 Polyamid, aber die kommt schon in einer sehr dunklen Färbung. Also eigentlich das Grau, was ihr durchseht, ist die Originalfarbe des Strangs. Das ist total irre, das Garn zu färben. Ich bin mega begeistert davon. Also, Toe-Up habe ich hier angefangen. Das ist das Muster. Also, ich war doch erstaunlich schnell wieder in dem Muster drin. Ich hatte ja schon Bedenken geäußert, dass ich hatte es wirklich total vergessen. Wenn ich was eine Woche oder 2 Wochen nicht stricke, bin ich völlig raus aus dem Muster. Ich weiß, dass es einigen von euch da draußen auch so geht. Ja, ist doch nicht schlimm. Meine Güte. Dann geben wir uns halt wieder ein bisschen Zeit, einen Abend oder auch zwei. Ich musste auch schon wieder rippeln, weil es dann doch wieder falsch rum war, weil es ja praktisch ein Hebemaschenmuster ist. Ist auch nicht schlimm. In Runden kann man eigentlich ganz gut rückwärts stricken, und so 3, 4 Runden stricke ich lieber rückwärts, als die Nadel rauszuziehen. Ist so, brauche ich mir einen Kaffee, behaltet die Nerven und strickt dann auf den Nadeln eben rückwärts. Ja, also ich bin sehr schnell eigentlich wieder im Muster drin gewesen, habe mir dann die Verse erarbeitet laut dem Buch, und ich muss ganz ehrlich sagen,
Ich hatte mal ganz kurz den Abend, ich wusste nicht, was ich da stricke. Ich habe gedacht, so, du hältst dich jetzt hier an die Anleitung und strickst jetzt genau das, was da stand. Und ich war hinterher echt erstaunt, dass es eine Ferse geworden ist. Ja. Ich kann euch nicht sagen, ob das jetzt meine bevorzugte Strickart der Socken wird. Also ich habe Momente, wo ich denke, so, ich stricke die jetzt nur noch so, weil das wirklich meine allerliebsten Socken sind. Ha. Da vorne ist jetzt mein Schrank mit den Socken drin. Ich könnte ja jetzt aufstehen, aber der Hund schläft gerade so blöd. Und wenn der jetzt aufsteht, reißt der garantiert das Stativ runter. Ich habe das, glaube ich, schon mal erzählt. Ich habe von Heike, dem Woltroll, mal Socken bekommen. Opal-Sockenwolle werde ich nie vergessen. Habe ich auch schon ein paar Mal bei euch im Internet gesehen. Die war, glaube ich, nicht in einem Abo, weil Heike hat, glaube ich, kein Abo. Nee, ich glaube, die hat echt kein Abo. Oder muss die so gekauft haben. Und das sind meine liebsten Socken. Ich versuche sie doch mal gerade zu holen. Vielleicht guckt der Wolltroll mich ja auch und dann wird die mal sehen, was ich mit den Socken gemacht habe. Bleib liegen, Schatz. Och, du musst doch nicht aufstehen. Jetzt aber schnell. Jetzt weiß ich, hier, das sind sie. Das sind meine absoluten heißgeliebten Socken. Ich weiß, jetzt weiß ich nicht, wie nervenstark die Heike ist. Vielleicht solltest du, lieber Woltroll, falls du es nicht ertragen kannst, schau doch mal eben nach unten. Also die Socken habe ich nonstop an. Die sind meine absolut liebsten Socken. Und wenn ich die nicht geschenkt hätte, ich hätte im Leben wäre ich nicht drauf gekommen, irgendwann mal Tau abzustricken. So sehen die mittlerweile aus. Die haben Pilling. Die sind frisch aus der Wäsche, muss ich noch dazu sagen. Und die Farbe ist auch schon etwas verschossen und ich liebe die. Und da ich auch samstags ab und zu damit einfach durch den Hof laufe, sind die auch schon etwas dünn unten drunter. Aber ich liebe die. Und hätte ich die nicht geschenkt bekommen, wäre ich im Leben nicht drauf gekommen, irgendwann wieder oder mir versuchen, selbst mal Toabsocken zu stricken. Ich habe die schon so oft angehabt und so oft gewaschen. Dass die überhaupt noch leben, ist echt ein Wunder. Aber ein paar Mal werde ich es wohl noch, werden sie mich wohl noch aushalten. Weil jetzt kommt das Manko. Ich werde die Toabsocken nicht tragen können. Es kommt ja immer die Frage bei Toabsocken, wann fängt man mit der Spitze an? Und da ist da so eine schöne Tabelle in dem Buch. Ich zeige es euch nochmal, habe ich selbst gekauft. Werbesendung habe ich ja schon gesagt. Und aus diesem Buch, deine Fliege, lerne ich gerade Toabsocken stricken. Und leider bin ich abends, man muss also praktisch oben auf 38, 39 gehen und hier vorne, wann kommt der Fersenbeginn, bin ich in die falsche Richtung oder in die falsche Spalte geraten. Und habe hier mal schön Socken gestrickt. 43 bis Größe 46. Niemand in meiner Familie hat so große Füße. Ich werde den Teufel tun und das jetzt noch mal rippeln, weil ich an der anderen Ferse natürlich mittlerweile auch schon angefangen hatte, weil ich ja zwei Socken immer gleichzeitig stricke. Und das ist mir echt der Müll zu viel. Also, ich werde das beenden und dann kommen die Socken eben in die Kiste für zu verschenken, weil in ein paar Tagen haben wir den 24. August, unseren Geburtstag. Und dann ist auch in 4 Monaten schon Weihnachten. Also werde ich Nummer 2 auch so stricken und werde das in die Geschenkekiste geben. Ist so. Jemand mal findet, der so eine große Schuhgröße hat und dann weiß ich auch nicht, ist das noch ein Hebemaschenmuster, was auch männertauglich ist?
Bin ich mir auch nicht so ganz sicher. Naja, ist jetzt eh zu spät. Und eigentlich wollte ich es ja auch nur üben und lernen. Und ja, das habe ich ja auch definitiv. Ich habe was gelernt und ich habe wieder was Neues mir erarbeitet. Und auch wenn ich zwischendurch mal einen Moment hatte, wo ich echt gedacht habe, boah, ich ziehe die Nadeln aus. Ich habe schon keine Lust mehr. Habe ich es aber durchgehalten und hinterher bin ich immer umso stolzer auf mich. Und da wäre ich ja wieder bei der Antwort, was ihr mich auch so oft fragt, traut euch was zu. Mehr wie daneben gehen kann es nicht und rippeln, hallo, Sockenwolle lässt sich nur wirklich gut rippeln. Also wenn es jetzt hier sowas mit Mohair ist oder so, was man echt schlecht rippeln kann. Aber Sockenwolle lässt sich so gut rippeln. Traut euch was zu und probiert es einfach aus. Mehr wie rippeln, mehr passiert uns ja eigentlich nicht. Gut, werdet also auch noch mal sehen. Dann hatte ich eigentlich wenig bis kein Strickprojekt. Klar, ich bin immer noch, dass ich ja was mit Hebemaschen machen möchte, was mir so im Kopf rumgeistert. Das Muster, was ich auch letztes Mal ja Probe gestrickt hatte, was mir dann doch nicht gefiel. Und dann habe ich gedacht, also eigentlich darf ich ja mal wieder was anschlagen. Ja. Und jetzt kommen wir zu dem Teil, was diese Woche ganz, ganz lustig war. Liebe Grüße an Monika an dieser Stelle. Monika war diese Woche da und hat sich hier vor Ort, natürlich Corona-konform, die Wolle abgeholt. Und wir kamen so ins Reden und es war ganz witzig. Monika hat mit dem angefangen. Du könntest auch mal weiter stricken, Monika, weil ich weiß, du vernachlässigst das Strickprojekt ja gerade, was ich mir auch so ausgedacht hatte. Ich habe mir nach Art von Regan noch was angeschlagen. Jeder, der den Regan von euch schon mal gestrickt hat, weiß, man strickt ja erst diesen 90 cm langen Schlauch und muss euch noch was sagen, weil in der Originalanleitung wird ja ein anderer Anschlag angegeben. Und da hatte ich ja beim ersten, wartet, wo ist es denn jetzt? Bei meinem ersten Raggen hier so einen komischen Streifen bekommen. Könnt ihr es sehen? Wartet mal. Ja, hier sieht man ganz deutlich. Ne? Hat mich ja direkt immer schon gestört. Gefällt mir auch überhaupt nicht. Meinen zweiten habe ich ja aus dicker Wolle gestrickt mit einem Flauschanteil. Da ist das schon ein bisschen kaschierter. Und da ich ja jetzt für die Socken zu stricken, für den Toe-Up, habe ich ja Judys Magic Cast On lernen müssen. Und den habe ich jetzt auch hier bei meinem Pseudo-Recken auch gemacht. Und bin mir sicher, diesmal bleibt mir der hässliche Streifen am Arm echt erspart. Ich halte hier zweimal die Krönchenwolle, also praktisch doppelt. Es wird also wieder eine dickere Variante des Raggens. Ich nehme aber nur oder bediene mich der Konstruktion des Raggens. Ich werde das Muster nicht ein drittes Mal stricken. Ist mir zu langweilig. Und auf die fantastische Idee war nämlich Monika auch gekommen. Uns steht doch die Welt offen, was wir unten für ein Muster dran machen. Ich kann es euch noch nicht zu 100% sagen, aber mir gefällt gerade total das Muster von dem Söndag, dieser Lace-Teil. Und da ist es mir völlig egal, auch wenn ich die Wolle doppelt nehme. Das gibt dann einen ziemlich voluminösen Lace-Teil, aber den kann ich rausspannen. Ich hatte schon mal überlegt, an meinem Pseudo-Recken dann eventuell das Lace-Muster vom Sonntag einfach zu übernehmen. Oder ich suche mir was aus meinem tollen Buch mit den vielen, vielen Mustern, was ich euch die letzten Wochen und Monate schon gezeigt habe. Auch da fühle ich mich jetzt mittlerweile so frei und so offen, dass ich dann auch sage, da weiche ich einfach mal von der normalen Kaufanleitung ab. Die hat sich ja bei mir total bewährt. Ich trage den Reigen ja total gerne und auch total oft.
Und ja gut, in dem Holzgarn jetzt nicht so gerne, aber die dickere Variante in dem weicheren schon. Passform ist super, habe ich mir ja umgerechnet. Und auch hier habe ich mir eigentlich keine Maschenprobe gestrickt, sondern ich habe einfach auf den großen Recken draufgehalten, wusste dann, aha, der ist jetzt breit genug. Meine Arme passen hinterher auch gut durch, weil die Hälfte davon ist ja dann hinterher meine Armkugel. So viel darf man ja sicherlich verraten. Ansonsten ist das natürlich eine Creme. Und was ich mir unten dran für ein Muster mache, da bin ich frei. Und da fühle ich mich auch frei. Also das kann ich euch heute noch nicht verraten, ob es der Sonntag wird im Muster oder ob ich da eins aus dem Buch nehme. Das sage ich euch dann. Na, jetzt ist gerade wieder die Sonne ziemlich stark, ne? Ja. Ja, das war das. Jetzt muss ich mal gerade gucken. Das Tuch, der Sonntag, der Pseudorecken. Damit sind wir eigentlich gut durchgekommen. Ach, die Toabsocken habe ich euch auch gezeigt. Ja, ich habe was gekauft. Selber bezahlt. Das mit dem Hebemaschenmuster, das lässt mich nicht los. Und dann war ich auf Pinterest unterwegs und da könnt ihr auch eingeben, Hebemaschen oder Hebemaschenmuster. Und da sieht man ja auch schon einiges. Und da habe ich mir natürlich auch, bin ich über so eine Webseite an so ein gratis Muster gekommen. Und dann habe ich gedacht, ach, wisst ihr, das interessiert mich so dermaßen mit den Hebemaschen, was da alles möglich ist. Und für viele da draußen von euch, ihr schreibt mir ja, wie ich den Schauenzieh gestrickt habe, zum Beispiel, habt ihr mir ja geschrieben, oh, ich kann einfach nicht vereilt stricken. Also Norweger Muster, mehrere Farben in einem Strickmuster. Und ich denke, dass für viele da, die sich da nicht dran trauen, Hebemaschen sehr, sehr gut geeignet sind, weil ihr könnt ja mit mehreren Farben stricken und durch die Hebungen kriegt man ja auch andere Muster zustande. Ich habe mir dieses Buch bestellt. Ist vom Christophorus Verlag. Es gibt da aber auch viele andere Bücher zu. Ich bin ja ein Verfechter, spar dich reich oder man kann das Geld nur einmal ausgeben. Ich habe kein es gibt ja Rebuy oder Momox, wo man auch gebrauchte Bücher hat. Da habe ich aber gerade keins gefunden, was mich irgendwie, sage ich jetzt mal, so interessiert hätte. Und deswegen habe ich mir dieses Buch bestellt. Und schon beim Durchblättern, Band 1, also scheint es da hier noch mehrere zu geben, habe ich aber da nicht gefunden, ist schon faszinierend, was alles möglich ist mit Hebemaschen. Tja, wie zeige ich euch das jetzt, dass ich nicht zu viel preisgebe von der Anleitung? Ha. Ja, ich stehe mal auf. Also, solche Muster sind zum Beispiel auch Hebemaschenmuster. Muss jetzt nicht jedem gefallen, aber nur mal zum Beispiel, das soll ein Kaleidoskop sein. Natürlich kann man einfache Schachbrettmuster machen mit Hebemaschen. Und der ist wirklich angegeben, Schwierigkeitskategorie einfach. Also wer rechte und linke Maschen kann und ein bisschen zählen oder gucken, ist damit schon auf der richtig sicheren Seite. Hier das Muster gefällt mir zum Beispiel ganz gut. Und was ich an dem Buch auch recht gut finde, sie zeigen immer mehrere Möglichkeiten, nämlich wie kommt das Muster mit zwei Farben oder gar mit drei Farben. Und das finde ich ja schon ziemlich vereilmäßig. Das sieht richtig gut aus. Also das ist eins der Muster, was mir so richtig gut gefällt. Hier ist auch eins. Ganz witzig gemacht, auch wenn man die Farben tauscht. Das sind auch nur zwei Farben, aber erste und zweite Farbe, wenn man die Position wechselt. Finde ich total interessant. Wusste ich zum Beispiel auch nicht, dass der Unterschied dann so krass rauskommt. Bin ich auch richtig begeistert von. Und da muss man ja nicht direkt, weiß ich, was Größeres machen, wie hier so ein Pullover,
sondern man kann ja auch mal anfangen und man macht erst einen Schal. Ist ja auch bei euch immer sehr beliebt, auch in meiner Moped-Gruppe, wo ich immer denke, ich bin echt so, naja. Ich kaufe meine Spültücher in der DM-Drogerie und wenn die anfangen zu müffeln, oder ich bin ja echt total pedantisch, ich wechsle ja im Sommer alle 2 Tage meine Spültücher, schmeiße ich die fort. Aber ich weiß, viele von euch stricken sich ja auch gerne mal Trockentücher und Spültücher. Ja, warum nicht? Mit so einer kleinen Worte. Auch mal ganz schön. So zum Üben in einem kleineren Projekt. Ja, da werde ich mich mal die nächsten Tage, ich hoffe, ich habe ein bisschen mehr Zeit, die nächsten Tage mal durchforsten. Ob so ein Hebemaschenmuster in der Farbkombi, wie ich sie mir ausgesucht habe, gut kommt, bin ich mir ehrlich gesagt nicht sicher, weil mir ist jetzt aufgefallen, dass in dem Buch die Kontraste doch krasser gewählt werden bei Hebemaschen. Macht aber nichts. Ich habe ja immer auch ungefärbte Wolle da. Das ist ja Merino mit Seide, habe ich mir gefärbt. Und das ist ja die ganz normale Extraklasse von Atelier Citron, die ja eigentlich auch immer bei mir irgendwo im Haus rumfliegt, hätte ich bald gesagt. Das war das Strickige für heute. Huch, das Buch rutscht. Ich nehme es mal besser. Jetzt sagen viele Podcaster immer, jetzt kommen wir zu einem Teil und tschüss, wenn ihr keine Lust mehr habt oder so. Müsst ihr ja nicht. Ihr könnt ja auf der Fernbedienung auch einfach nach vorne spulen oder nach hinten spulen. Wisst ihr, wie oft ich mir manche Passagen im Podcast 2-3 Mal angucke, weil ich gestört wurde oder so? Da gehe ich immer zurück oder vor, ja. In unserem Freundes- und Bekanntenkreis werden gerade total viele Babys geboren. Ha, natürlich nicht mehr in meiner Generation. Logisch, wir sind ja alle um 50, aber unsere Kinder bekommen ja Kinder. Und das ist ja so lustig gerade. Und das sind recht, recht viele. Und ich habe es schon bei unserer Kleinen gesehen, da habe ich ja auch ziemlich viel für genäht. Und die wird ja jetzt immer größer. So. Das ist zum Beispiel ein ganz einfaches Hosenmodell, was ich sehr oft für unsere Kleine genäht habe. Hier oben ist einfach ein Bündchen dran, dann wählt man einen Jersey-Stoff. Und der Witz an diesem Modell, der Vicky, die hat hier einen sehr tiefen Schritt. Leute, das sieht aus, wenn die den Pampers-Hintern da drin bewegt. Das ist total witzig. Aber Ida hat jetzt schon so eine große Größe, dass ich mit diesen, ich habe oft die Angewohnheit gehabt, ich habe Halbmeters Stoffe gekauft. Also einen halben Meter von dem Motiv und einen halben Meter von einem anderen Motiv. Und sie ist jetzt so groß, dass es mit den Beinen nicht mehr hinkommt. Habe ich gedacht, ist nicht schlimm, kommen genug Babys. Ich hatte gerade Lust, Zeit und Muße und hatte mir die Anleitung schon gekauft. Ich zeige es euch mal, vielleicht ist ja bei euch auch Interesse dran. Und zwar, oh, ich krieg Hunger. Das ist von Crazy Pattern die Hose Vicky. Und das ist schon ein ganz schönes schwarzes, also praktisch wie ein E-Book, was man da kauft. Und die wächst also richtig schön mit von Größe 50 bis 164 kann man sich die Vicky anfertigen. Ich finde die toll. Und jetzt habe ich noch so viele Stücke gehabt, Halbmeters Stücke und hatte ja auch mal welche im Tausch von Inga bekommen, also von Appelbande Podcast, dass ich noch ein paar mehr gemacht habe, weil ja jetzt Babys kommen oder schon gekommen sind. Das ist ein, ich finde die total süß. Schön Streifendesign. Und ehrlich gesagt, ich bin Spießer. Ich gebe es echt zu. Wenn ich manche, also nicht jetzt, wo im Sommer draußen, weiß ich, 20, 24 Grad sind, aber so im Februar, März habe ich ganz oft gesehen, dass die Mamis, ich will nicht sagen, dass die Babys bauchfrei tragen, aber nicht mehr so schön geschützt sind. Ich habe jetzt Glück. Unsere trägt Pampers, aber immer ein Body.
drüber, über dem Pampers, dann weiß ich ganz genau, das Kind ist gut eingepackt und die Nieren sind auch warm. Und ich mache immer das Bündchen etwas länger, weil ich dann denke, dann geht die Hose etwas höher. Die, unter Umständen wächst die dann auch ein bisschen mit, aber auch die Nieren sind gut geschützt. Finde ich immer wichtig. So eine Hose. So eine Hose. Ja. Die anderen Stoffe habe ich unten, weil das ist teilweise erst angefangen. Da habe ich dann oben das Bündchen noch nicht ganz fertig. Ja. Aber da, das macht total Spaß, das Nähen. Und ich habe viel genäht die letzte Zeit, weil ich das auch dann abends gern mal, was ich von 8 bis 10 noch gerne mache, so ein bisschen nähe. Das Suchen der Nähmaschine ist total beruhigend. Also da höre ich dann auch keinen Podcast oder gucke auch. Man kann ja Podcast hören, man kann ihn aber auch sehen. Nein, das mache ich alles nicht. Ich konzentriere mich dann aufs Nähen und dieses Suchen der Maschine beruhigt mich und bringt mich total gut runter. Ich finde das total schön. Den Schnitt von der Vicky, wo ich den gekauft habe, kann ich euch gerne unten in die Infobox stellen. Die Hosen sind ratzfatz genäht. Jeder Stoffhandel, also ich gehe ja sehr gerne ins Cascada oder ich war jetzt auf einem holländischen Stoffmarkt wieder. Die haben immer Körbe vorne stehen, wo so ein Jersey-Abschnitte, hier so ein halber Meter für ganz, ganz wenig Geld liegt. Und von einem halben Meter kriegt man, glaube ich, zwei so Höschen. Also ein Bündchenstoff hat man meistens da. Ich weiß auch, dass einige von euch sich den Bündchenstoff von selbst, von Kleidung schon mal abschneiden und die wiederverwenden. Also da ist ja kein Vergang dran an Bündchenstoff heutzutage. Also da ist so viel möglich. Und ich war echt erstaunt, wie viele junge Mütter auf diesem Stoffmarkt waren und wie viel wieder selbst angefangen haben zu nähen. Also Hut ab, dass es wieder so viele geworden sind. Also beim Stricken und auch beim Nähen. Also finde ich phänomenal gut. So, das war's für heute. Ich merke nämlich, dass ich Hunger kriege. Und Hunger ist fast schlimmer wie Heimweh, also wenigstens für mich. Und deswegen mache ich jetzt Pause und drehe dann morgen früh gut ausgeruht für euch den zweiten Teil. Hallo und herzlich willkommen zu Teil 2. Heute ist Samstagnachmittag und um ehrlich zu sein, ist das jetzt mein dritter Versuch, Teil 2 aufzunehmen. Oh Leute, manchmal weiß ich echt nicht, wie doof man sein kann. Aber irgendwie ist immer was dazwischen gekommen. Was ich euch mal als erstes zeigen kann, ich habe gestern Abend noch mein Tuch fertig gemacht. Und hier habe ich jetzt schön die Tasseln dran. Hier und an den Seiten. Und es ist ein sehr, sehr leichtes Tuch. Na, ist denn jetzt die dritte Tassel hingegangen? Hier. Unheimlich leichtes, schönes, fluffiges Tuch. Also mir gefällt das mit den Tasseln total gut. Ja, Teil 2 mache ich total gerne für euch, weil es ist meine Möglichkeit, euch zu zeigen, dass was ich gefärbt habe, was bei mir aus den Töpfen ist. Und für mich persönlich ist es der Beweis, dass man sich immer im Leben weiterentwickeln kann. Wenn ich jetzt gucke, was ich vor 3 Jahren gefärbt habe und dass ich mich noch weiterentwickeln konnte und dass ich mich auch noch weiterentwickeln möchte, ich finde es irre gut, was ich mache. Ich bereue nichts. Ich bereue nicht, dass ich meinen Beruf an den Nagel gehangen habe. Ich bereue nicht, dass ich jetzt in die Selbstständigkeit gegangen bin und bestimmt 3-mal so viel arbeite wie vorher. Aber ich weiß, für wen ich es mache und mache es echt mit Herzblut und ich fühle mich insgesamt viel, viel besser. Ich fühle mich total geerdet, angekommen und solange mir das so Spaß macht, mache ich das auf jeden Fall weiter. So, ich hatte mich schon wieder verräumt, weil ich ja dachte, ich hätte es im Kasten. Und beim Korrekturgucken ist mir aufgefallen, ich habe mich mega versprochen. Und dann musste ich das jetzt nochmal machen. Eben waren die Haare auch etwas ordentlicher. Ja, das ist halt so. Da müssen wir jetzt alle durch.
In der Regel weiß ich, was ich färbe, aber manchmal bekomme ich auch total liebe, nette E-Mails und da wird dann gefragt, du kannst du das nicht mal auf normaler Sockenwolle färben? Und dann überlege ich mir das und dann mache ich das in der Regel total gern. Und deswegen habe ich für euch gefärbt Cover Me on Sunshine, diesmal auf meiner Sovo Base. Total schöne Färbung. Kommt ein bisschen von den Farben her anders als auf Singolo oder Rami gefärbt. Ist aber nichtsdestotrotz total schön geworden. Und dann habe ich mir überlegt, wie kann man denn aus dieser weiblichen Färbung vielleicht ein bisschen männlichere Farbe machen oder das, was vielleicht für Männer durchgehen würde, weil ich weiß, dass viele von euch sehr gerne Partnersocken machen. Und dann habe ich einige Farben nur ersetzt. Und ich denke, das hier ist sehr gut männertauglich. Finde ich auch total schön, wie die Farben jetzt so kommen. Aber ich hatte auch noch was im Kopf. Und zwar zusammen sind die beiden mit Sicherheit auch richtig schön zu verstricken in einem Tuchprojekt. Könnte ich mir richtig gut vorstellen, dass das richtig gut kommen wird. Ist schon erstaunlich, dass man manchmal bei bestimmten Färbungen nur ein oder zwei Farben rausnimmt, die durch eine andere ergänzt und dass das aber dann im Zusammenspiel hinterher wieder eine ganz gute Kombination werden kann. Auch das und das Wissen und das Denken dabei, das kommt manchmal erst bei mir, das braucht anscheinend bei mir ein bisschen länger. Aber das Ergebnis finde ich wieder, das überzeugt richtig gut. Also da bin ich selber sehr, sehr begeistert von. Also tut euch mal im Hinterkopf, dass man auch mal vielleicht ein bisschen anders denken muss, um manchmal ein Strickprojekt ja, anzufassen. Den so gesehen, einzeln und den einzeln, wäre ich nie auf die Idee gekommen, die eventuell zu verpartnern. Aber da ich ja eigentlich nur zwei Farben getauscht habe und sehr viele Farben eben gleich sind, identisch, finde ich das schon wieder richtig, richtig gut. Das wäre schon wieder interessant zu wissen, was ihr daraus macht. Aber Gott sei Dank lasst ihr mir oft oder ermöglicht ihr mir oft die Möglichkeit, an euren Strickprojekten teilhaben zu dürfen. Und das finde ich so toll. Ich freue mich jedes Mal, wenn ich irgendwie eine E-Mail aufmache, wo ich dann schon sehe, da ist eine PDF-Datei angehangen. Und dann denke ich, oh, ich krieg ein Bild. Da freue ich mich total drüber. Ja, ich habe ja schon gesagt, dass ich eigentlich immer alle E-Mails beantworte und ich versuche das auch immer zeitnah zu machen. Und ich habe Gott sei Dank jetzt auch alles, soweit ich das beantworten konnte. Die letzte Frage war von jemandem. Sie sagt, egal was sie strickt, aber eben bevorzugt bei Merino. Paul, da passest du nicht durch. Zurück. Besonders bei Merino hat sie schon beim Stricken Pilling. Ich habe dann meine Moperetten gefragt und ich habe da auch selbst Ideen zu. Hat es was an dass sie sehr feste strickt? Hat sie sehr raue Hände? Ich habe ja mal bei einem Blechblasinstrumentenbauer gearbeitet. Da habe ich oft Musikinstrumente gesehen von Menschen, die um Gottes Willen da nichts für können, aber die sehr mit Handschweiß zu tun haben, wo sich dann auch die Musikinstrumente verfärbt haben. Ja, da hat mich die Kamera rausgeprügelt. Und sagt, ich habe nur noch 5 Minuten 15 zur Verfügung, weil der Speicherplatz nicht reicht. Ja, jetzt muss ich mich etwas sputen. Dieser Strang wird heißen Visiting Hours. Ich glaube, das ist richtig. Und zwar ist es das neue Lied von Ed Sheeran, was ich gerade total klasse finde. Ja, gefärbt habe ich auch auf die Rami. Das ist der Kokolores. In recht dunklen Farben. Aber pudrig und ich finde, das ist so wunderbar geworden. Ich liebe ja diese Farben. Ich finde sie so cool. Auch vielleicht schon in Hinsicht auf den nächsten Herbst, Winter. Ich habe nur drei Sets im Shop.
Ich habe nämlich vergessen, vor dem Urlaub von Atelier Citron schlichtweg und ergreifend zu bestellen. Ich hatte gedacht, ich hätte noch Zeit. Nein, der Urlaub, ja, ich habe es verpasst. Ist so, brauche ich nicht drum rumreden. Ich habe es echt verpasst und jetzt muss ich warten bis zum 15. oder 17. August und dann kommen die erst aus dem Urlaub und vorher gibt es auch keine Rami mehr. Ja, viel Färbungen sind das nicht, weil ich das meiste für Weihnachten gefärbt habe. Ich habe Taschen für euch genäht und zwar tierisch. Vor Wochen habe ich euch ein Bild gezeigt und zwar das Zebra hatte aber eine Giraffentasche in der Hand. Und ich habe doch mehrere Anfragen bekommen, ob ich nicht noch mal so eine Tasche nähen kann. Und da habe ich gedacht, ja, kann ich. Ich habe geguckt, was hat denn so mein Stoffdealer da? Er hatte Zebra. Er hatte Giraffe. Und was mich besonders freut, er hatte Kuh. Schaut in Shop. Ich habe alles, was ich geschafft habe zu nähen, in den Shop reingetan. Ich kann mich persönlich gar nicht. Ich habe mich entschieden. Ich habe mir eine riesengroße XL-Kuh-Tasche gemacht. Leider. Ich hatte mal vor Wochen eine bei den Maschenmopeds gezeigt und hatte unten an den Kuhstoff einen rosa Metallic Boden gemacht und ein paar Mopeds sagten, uah, nee. Und Biggie sagte damals, ey, total cool. Kuh mit Euter. Ich fand es auch so gut. Leider hat für mich der Stoff nicht mehr gereicht. Aber es sind noch Kuh mit Euter im Shop. Ein oder zwei. Und Biggie ist auch ganz glücklich mit ihrer. Und das freut mich. Und Birgit, tausend Dank an dich, dass du bis jetzt noch nichts verraten hast, weil auch sie durfte ja auf Instagram oder so nirgendwo ein Bild posten, bis ich nicht noch ein paar produziert hatte für euch, um in den Shop zu stellen. Ja, schaut mal rein. Es kommt immer wieder was Neues an, Zubehör, Accessoires und so dazu. Also, ja, wenn ihr Lust habt, geht da mal stöbern. Ich würde mich auf jeden Fall freuen. So, mich drängt etwas die Zeit, weil mein Akku blinkt schon. Ich wünsche euch, ich komme noch einmal in 14 Tagen vor meinem Urlaub wieder. Ich wünsche euch wunderschöne 14 Tage. Was Schönes auf den Nadeln. Ihr Gesunden bleibt gesund und ihr Kranken gute Besserung von Herzen. Oder wenigstens einen Zustand, wo ihr es gut aushalten könnt. Das würde ich euch wünschen. Und bis dahin bleibt, wie ihr seid. Macht's euch schön, müsst ihr selber machen, wisst ihr ja. Wünsche ich euch alles Gute. Ciao, eure Caro.